Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folgen 80 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein Paket von Zawihi mal wieder. Und da ist ein Steelbook drin oder auch ein Future Pack drin. Denn es handelt sich hier um das Future Pack von The Transporter mit Jason Statham. Oh yes. Und ich finde den Film ja auch absolut cool. Da kam jetzt ja eine Neuverfilmung raus, aber die will ich mir gar nicht angucken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nein, ich will ein Original haben. Und hier noch einmal, in einem schönen Steelbook, zumindest Future Pack von The Transporter. Hat natürlich leider keinen deutschen Ton, ist mir wieder klar. Aber auch dieses Steelbook, oder zumindest Future Pack, war auch im Ausverkauf von Zawihi dabei für knapp 10 Euro. Und auch da musst ihr einfach zuschlagen. Und der Film geht 92 Minuten und natürlich ein absolut klasse Film, kann man nicht meckern. Ja, als Special ist gerade mal ein Kommentar drauf von Jason Statham und vom Produzenten Steve Chessman. Mehr nicht, etwas schwach und auch hat auch keine Prägung, dieses Steelbook. So, ich mache mal auf und dann gucken wir uns mal genauer an. Schwuppdiwupp, so. Und jetzt haben wir hier eben das Future Pack und hier mit einem abziehbaren Banderole. Und das Steelbook ist sehr fein. Also es ist nicht unbedingt jetzt matt, sondern eher glänzend. Aber es kommt gar nicht so glänzend rüber, aber es ist wirklich ein sehr ganz feiner Schliff ist das. Echt krass. Und hier eben obendrauf der Transporter mit dem Bild, mit dem BMW und mit Jason Statham dran. Hier natürlich das obligatorische mit dem Scharnieren als Future Pack zu sehen. Ist nicht unbedingt mein schönstes, nicht immer das schönste Steelbook, was es immer gibt, diese Dinge. Und natürlich auch der Transport ist hier unten einfach so reingepresst, damit es gerade mal so reinpasst noch. Naja. Und hinten drauf ein schönes Szenenbild, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Und machen wir auf. Dann haben wir hier dann eben The Transporter mit einem schönen Aufdruck. Das schaut richtig schön aus. Und auch der Enddruck natürlich haben auch dann die Future Packs trotzdem was Besonderes. Da nämlich ein zusammenhängendes Bild wirklich schön ergibt. Ohne Spine dazwischen. Aber trotz alledem, Steelbooks sind einfach trotzdem noch viel schöner als jetzt hat so ein Future Pack. Ja, aber trotz alledem ein schönes für 10 Euro Kosten des Transporters Steelbook. Nicht so dramatisch finde ich jetzt, also damit kann ich leben. Und das war es eigentlich auch schon von diesem schönen Steelbook von Transporter Future Pack. Mensch, meine Fresse, Future Pack Steelbook. Für mich ist alles dasselbe, ist alles Metall. Nur eben, dass hier einfach was anderes ist. Ne? Aber ansonsten sind wir alles Future Steelbooks. Ja, das war es eigentlich von mir, von dieser kleinen Vorstellung von Transporter, von Zawihi. Schaut mal beim Ausverkauf vorbei bei Zawihi. Habt ihr noch Glück und könnt noch was mitkaufen. Ich glaube, jetzt müssen, glaube ich, meine kompletten Steelbooks da sein, wo ich hier im Ausverkauf geholt habe. Und das müsste, glaube ich, das letzte sein, wo es eben so günstig war. Ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Euer Fäusen80. Tschüss. Bis.